Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich darf Sie zu einem ersten Wochenrückblick aus dem Kreishaus hier im neuen Jahr ganz herzlich begrüßen und darf Ihnen, Ihren Angehörigen für das noch junge Jahr alles erdenklich Gute wünschen. Die Weihnachtstage und der Jahreswechsel, die liegen hinter uns und sind soweit ruhig verlaufen, für viele sicherlich nachhaltig in Erinnerung. Corona beherrscht auch weiterhin natürlich diese Zeit und trotz einer relativ niedrigen 7-Tages-Inzidenz von aktuell auf den heutigen Tag bezogen von 54,9 heißt dies keineswegs, dass wir nachlassen können in den Bemühungen. Wir müssen weiterhin konsequent die AHA-Regeln einhalten. Und Sie haben es mitbekommen, letztlich auch die neuen Regeln der Corona-Schutzverordnung, die heute bekannt gemacht worden sind, natürlich umsetzen. Private Treffen, auch das haben Sie mitbekommen, der Personenkreis ist nochmal deutlich reduziert worden. Die Schulen bleiben weiterhin geschlossen und auch eine neue Regel ist in die Corona-Schutzverordnung aufgenommen worden, dass eben beim Überschreiten des 7-Tages-Inzidenzwertes von 200 pro 100.000 Einwohnern weitere Maßnahmen getroffen werden müssen. Insofern bitte ich weiterhin um Ihre Mithilfe, dass wir in dieser schwierigen Situation uns weiterhin achtsam verhalten, damit wir eben kein schlimmes Ausbruchsgeschehen verzeichnen müssen. Parallel dazu läuft das Thema Impfungen auf Hochtouren, gesteuert über das Impfzentrum in Dülmen. Auch das haben Sie mitbekommen, zunächst einmal in den Altenpflegeeinrichtungen, wo intensiv verimpft wird, sodass eben inzwischen die Einrichtungen einen Impftermin erhalten haben. Und im nächsten Schritt soll dann im Impfzentrum in Dülmen ab Februar die über 80-Jährigen entsprechend sich impfen lassen können. Es werden alle Betroffenen entsprechend angeschrieben werden also kontaktiert werden. Und da wird in dem Schreiben genau erläutert, wie die Terminvergabe verläuft. Ich bitte da noch um ein wenig Geduld. Die Schreiben werden so im Verlauf der dritten Kalenderwoche dann verschickt werden. Sie haben es mitbekommen, dass die Europäische Arzneimittelbehörde nun einen zweiten Impfstoff der Firma Moderna zugelassen hat. Sicherlich auch ein wichtiger Baustein. Auch da darf ich um Geduld bitten. Es wird jetzt nicht sein, dass jetzt Unmengen an Impfstoff plötzlich neu zur Verfügung stehen werden. Auch da wird uns das entsprechend der Bevölkerungszahl zugeteilt. Und wir werden zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung im Impfzentrum so zügig wie möglich zusehen, dass natürlich dann auch ein weiteres Impfangebot an die in der Impfverordnung festgelegten Personen auch erfolgen wird. Insofern bitte ich Sie alle einfach noch um etwas Geduld und parallel dazu einfach weiterhin um konsequente Einhaltung der Hygieneregeln, damit wir weiterhin hier achtsam und verantwortungsvoll miteinander umgehen. Ihnen herzlichen Dank dafür. Bleiben oder werden Sie wieder gesund. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.